Hallo und herzlich willkommen in meiner neuen Sendung. Ich habe gestern eine Frage gestellt bekommen, warum ich die 51. Kantate auf Apiccolo spiele. Das war schon bekannt, die Noten sahen so, so aus. Ja. Ich habe erwähnt, das könnte man auf C-Trompete spielen, wäre ein bisschen zu hoch, unangenehm. D-Trompete würde keinen Sinn ergeben. Habe ich auch gesagt, ich würde da auch auf B-Piccolo nicht spielen. Und wurde mir die Frage gestellt, warum nicht? Und habe ich überlegt, warum nicht? Und richtig, die Frage kann ich nicht beantworten, nur so, dass ich eigentlich so gut wie nie B-Piccolo spiele. Kann ich nicht sagen, warum. Die ganzen Stücke, die in Orchesterliteratur sind, fangen wir jetzt mal mit dem Weihnachtsoratorium, ja? Das ist in D-Dur alles und auf A-Piccolo alles in F-Dur. Das ist ganz eindeutig, das spielt man in F-Dur. Auf A-Piccolo, Händel Feuerwerksmusik, auch in D-Dur, spielt man auch auf A-Piccolo. Sogar Bilder einer Ausstellung. Samuel Goldberg und Smuje, oder wie das immer heißt. Ja. Sehen die Noten so aus, werdet ihr vielleicht auch kennen. Das ist normalerweise in C geschrieben ist. Aber auf A-Piccolo passt richtig gut. Und das hat bei mir irgendwie eingebürgert, dass ich so gut wie alles auf A-Piccolo spiele. Sogar ich spiele, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, ein Stück von Vivaldi, Vivaldi B-Dur, Konzert für Geige und Trompete, und das habe ich umschreiben lassen auf A-Dur, weil mit B-Piccolo habe ich meine Probleme, keine Ahnung warum. Genauso wie mit B-Trompeten. B-Instrumente mag ich nicht. Im Orchester spiele ich alles auf C, B-Trompete habe ich gar nicht mehr. Kornett habe ich auch auf C, Kornett von Endres, das wisst ihr schon. Und bei mir geht es um Sicherheit. Wenn man in einer Instrumentengruppe sich auf eine Stimmung anschließt, dann hat man mehr Sicherheit. Das werdet ihr kennen, wenn ihr die Instrumente wechselt, zum Beispiel B- und C-Trompete. Es gibt Lagen, wo auf einmal in Stresssituationen euch vielleicht nicht so richtig hört. Wo ihr gehört, die ganzen Intervalle. Oder habt ihr auch so das gehört, ist es gar kein Problem. Und bei mir ist es so, als ich noch jung war und hübsch, habe ich alles auf B-Trompete gespielt. Warum B-Trompete? Weil die Trompete einfach auf B-Trompete lernt. Spielt mein Blasorchester alles in B, spielt mein Big Band alles in B. Kommt man zum Studium, dann fängt man an, mit anderen Instrumenten in Berührung zu kommen. Und dann spielt man zum Beispiel ein Solokonzert auf C-Trompete, irgendein modernes Stück oder keine Ahnung. Dann übt man auf dem Instrument und spielt man das. Kommt man irgendwann mal ins Orchester, nein, erstmal sag ich mal zu Probespieler. Ein Probespieler, als ich gemacht habe, ich habe alles auf B gespielt, sogar Petruschka Schulstelle, Petruschka Tanz. Habe ich alles auf B gespielt, ohne Wenn und Aber, weil ich die Signale spielt man eigentlich auf B. Normalerweise spiele ich aber auch auf C, jetzt schon. Also, als ich die Probespiele gemacht habe, wollte ich auch auf Sicherheit gehen und alles auf einem Instrument gespielt, und das hat jeden immer beeindruckt. Die Stelle, die in Bremerhaven. Wie weiß ich, mit dem Solotrompeten in Bremerhaven, was ich bekommen habe, der damalige Chef sagte, er war davon beeindruckt, dass ich nicht ständig die Trompete gewechselt habe, Wasser rausgelassen, und sondern habe ich die Noten genommen, gespielt, nächste, 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 egal was das war, auf eine Trompete. Und das ist auch immer bewährt. Nur
In den Jahren habe ich das gemerkt, dass eine B-Trompete hat seine Grenzen. Und zwar mein kleines Beispiel, werde ich jetzt wahrscheinlich nicht finden, aber vielleicht doch. Wenn ihr mal, hier war irgendwo. Wenn ihr mal Stücke spielt, was in E ist zum Beispiel, hier. Wunderbare Beispiel, E, die Sterne hier, vom Baiazzo, ja, da musstet ihr auf B-Trompete in Fis-Dur spielen. Und Fis-Dur stimmt auf der B-Trompete richtig schlecht, finde ich. Und es kommt sehr, sehr oft vor, dass in Opern oder mal in sinfonischen Werken, dass man in E spielen müsst. Und das auf B-Trompete stimmt erstmal schlecht. Außerdem die ganze Zeit müsstet ihr G2, H2 spielen. Und ich finde, die sind nicht unbedingt angenehme Töne. Aber als ich angefangen habe, in den letzten 5 Jahren habe ich alles auf B gespielt. Habe ich auch geschafft. Damals habe ich in deutscher Trompete gehabt, alles schön mit dem Klappen gespielt. So geht das auch. Aber heutzutage würde ich das nicht mehr so machen, weil das mir nicht gefällt. Also, ich spiele seit ungefähr 10 Jahren alles auf C. Das war ein bisschen Umstellung. Aber habe ich gemerkt, die Tonfarbe gefällt mir besser. Außerdem, wenn es um Transponieren geht, steht in etwas in B, dann weiß ich, muss ich in B durchspielen. Dann steht das in etwas in D, dann muss ich in D durchspielen. Spielt das alles in E, muss ich in E durchspielen. Ja? Ich habe die ganze Dur-Tonarten schon im Kopf. Und musste nicht so viel nachdenken. Spiele ich auf E, wiederhole ich schon nicht wie wieder, spiele ich auf B-Trompete in E. Da muss ich im Fis durchspielen. Und das ist B, Fis, das sind immer so auch Intervalle, was man so blöd ablesen kann. Ja? Genau. Und zurückgekehrt. Wie gesagt, große Trompete spiele ich nur in C. Ich spiele auch Musical im C. Wenn man überlegt oder wenn man die Musical-Noten anguckt, meistens hat man 1000 Vorzeichen, wirklich, weiß ich nicht, 50 Bs und 40 Kreuzer. Und auf C-Trompete, wenn ihr tontiefer spielt, von dem, sag ich mal, 4 Kreuzer oder 5 Kreuzer, weil die immer 2 weniger haben, das ist schon mal super. Und ich habe immer das gleiche Instrument in der Hand. Müsstet ihr nicht wechseln, weil jeder Wechsel verursacht Unsicherheit, finde ich. Gut, aber zurückgekehrt auf die Piccolo-Trompete. Nein, da weiß ich schon, was ich sagen wollte. Also große Trompete spiele ich nur in C. Das gehört dazu auch, dass auf C-Trompete ist es auch kein Problem, wenn ihr mal von Beethoven, zum Beispiel 5., 7., 9. Sinfonie, die sind gefährliche Sinfonien, weil das ist voll mit, das ist alles in D, glaube ich, geschrieben, wenn ich richtig in Erinnerung habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat einige A2, klingend A2 und H2 da drin. Auf B-Trompete wäre das natürlich als H2 auf H. Und dann ganz viele Gis wieder auch noch da drin, weil D-Trompete spielt ihr auf B-Trompete in E-Dur. Ja? Auf C-Trompete ist es überhaupt kein Problem. Also wenn ihr eine gute C-Trompete habt, braucht ihr keine D-Trompete. Habt ihr aber nur eine B-Trompete, dann entweder wechselt ihr auf C oder D und wieder ein Wechseln. Müsstet ihr wieder 2 Trompeten mitschleppen. Ich bin ein sehr fauler Mensch. Ich habe eine Trompete. Ich habe 2 Monet-Cs. Eine Trompete ist immer in meinem Schrank im Theater, andere zu Hause. Zu Hause übe ich auf einem und das andere benutze ich im Dienst. Muss ich nichts mitschleppen. Egal was passiert, auch wenn ich mal die Noten vor der ersten Probe, was noch nie passiert natürlich, mal nicht angucke. Ich weiß, meine C-Trompete kann ich alles ablesen. Mit der B-Trompete ist schon ein bisschen anders.
Aber das ist eigene Empfindung. Ich habe mal einmal auch ein Aushilfe irgendwo gemacht, sage ich nicht wo. Und dort der andere Aushilfe hat von Händel Feuerwerksmusik auf B-Piccolo gespielt, in E-Dur. Für mich wäre das unvorstellbar. Aber er sagte, er kann irgendwie im Gehirn nicht reinkriegen, die Transposition von dem. Ich glaube, Feuerwerkswied ist, glaube ich, sogar in C geschrieben. Also in C, in D-Dur. Und er sagt, er kriegt mit dem Transposition nicht so hin im Gehirn. Und er spielt da alles auf A-Piccolo, in E-Dur. Stimmt aber alles. Er hat so wunderbar gespielt und er sagte, er spielt so gut wie nur B-Piccolo. Bei mir ist es genau das umgekehrt. Ich spiele alles auf A-Piccolo, weil für mich die Transposition viel einfacher ist. Ich kann in D die Noten gut ablesen, weil meistens in der alten Literatur Barockstücke sind entweder in D oder in C geschrieben. Ja? Und in D, meistens in C-Dur, sind die Noten also ganz einfach zu transponieren. Wenn es in C ist, meistens sind die Noten entweder in D-Dur notiert oder in C-Dur. Genau. Und jetzt komme ich mal auf mein eigentliches Thema zurück, weil ich sowieso nur A-Piccolo spiele, so gut wie immer. Und die Barockstücke, zum Beispiel Händel Messias, ist glaube ich sogar drin. Ich habe das auch vor kurzem mal gespielt, habt ihr auch gehört. Oder ist es nicht drin? Auf jeden Fall ich meine, das ist in C-Dur, in C notiert, in D-Dur. Also kurz und gut, wenn etwas in C notiert ist, kann ich mit A-Piccolo sofort ablesen, aber sofort, ohne Probleme. Und deswegen spiele ich auch Jauchzet Gott in alle Landen auf, nochmal die Noten, auf A-Piccolo. Weil es für mich, ich sehe noch sofort die Noten, kann ich sofort ablesen. Klar habe ich jetzt drei Bs mehr, aber es ist gar kein Problem. Also das ist alles Gewöhnungssache. Und Gewöhnungssache ist auch so, wenn ihr irgendwo mal hinfährt, zur Aushilfe kennt ihr die Noten nicht, dann habt ihr eine C-Trompete dabei. Also ich habe meine C-Trompete dabei, kann ich alles abspielen. Jetzt käme nun die Frage, was mache ich denn dann zum Beispiel beim Carmen-Vorspiel? Oder so tief geht. Auf der B-Trompete ist gar nicht drauf. Was mache ich denn dann? Haben wir hier auch schon mal gespielt. Dann werde ich euch mal verraten, wie ihr das seht. Das ist Unisono, erste und zweite Trompete. Und die lasst einfach die tiefe Töne weg. Aber keine weiter erzählen. Ja? Einmal musste ich ein bisschen tricksen, als ich von Schostakowitsch Konzert für Klavier und Trompete gespielt habe, habe ich natürlich auf C-Trompete gespielt, aber wie ihr wisst, in der zweiten Satz gibt es ein E unten. Klingend E. Auf B-Trompete 1, 2, 3, also Fis. Auf C-Trompete nicht mehr drauf. Was macht man dann? Dann hat Christoph Enders mir eine C-Trompete mit vier Ventile gebaut und habe einfach gedrückt. Kurz zusammengefasst. Ich finde, es gibt immer mehr Sicherheit, wenn man nicht auf zu viele Instrumente man spielt. Also große Trompete, am besten nimmt man nur eine davon, C oder B, spielt ihr nur im Big Band oder im Blasorchester, ist gar keine Frage, braucht ihr keine C-Trompete. Spielt ihr in Posaunenchor, wie das schon vorher in anderen Sendungen gesagt habe, finde ich besser, wenn ihr auf C-Trompete spielt, weil dann habt ihr die Möglichkeit auch, wenn ihr mal woanders spielen möchtet
oder mal andere Noten bekommt, wie ein B-Trompeter, dann nimmt ihr dann die B-Trompete und spielt ihr damit. Im Orchester finde ich C-Trompete besser. Ich finde die Klangfarbe besser von der C-Trompete. Außerdem die ganze Transposition ist viel einfacher. Es gibt Sachen, worüber man diskutieren kann, was wie ich gerade erwähnt habe, ob man jetzt auf B Piccolo in D-Dur spielt oder A Piccolo in S-Dur. Das ist Gewöhnungssache. Ich fühle mich sicherer. Wie gesagt, hohe Trompete spiele ich nur im A, nur ausschließlich in A. Und wenn mal ein Bolero kommt, dann gut, dann muss ich im B spielen, aber die zwei Takte, naja, 10 Takte oder wie, das kriegt man auf B Piccolo auch hin. Aber generell, ich spiele gerne A Piccolo und nur A Piccolo. So, das war für heute. Bisschen viel gelabert. Das sieht man manchmal meistens so. Und ich freue mich schon morgen auf meine Aufnahme, wovon ich vielleicht Ausschnitte zeigen werde euch mit der 51. Kantate. Tschüss.